Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Kena Bridge of Spirits mit Alles furchtbar kommentiert und mir, dem Daniel. Ja, beim letzten Mal war eine Folge, da haben wir die Adira besiegt. Wir haben hier ein bisschen Häuser wieder freigemacht im Dorf. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut, haben den Kappa nochmal besiegt. Den haben wir, glaube ich, schon zum zweiten Mal gesehen. Der treibt hier immer wieder sein Unwesen. Und jetzt sagt das Spiel zu uns: Geht doch mal bitte zum Massenschrein, Ehre Adira. Das tun wir jetzt auch. Hier eine Abkürzung zum Schrein. Glaube einfach wieder hier zurück. Glaube, wir könnten hier sogar. Können wir hier sogar runter? Also auf jeden Fall die Kiste ja immer sonst. So. Dann haben wir nämlich hier eine kleine Abkürzung genommen. Und dann bin ich mal gespannt, wo es weitergeht. Hana and Adira shared something special. It lifts my heart to know they are together again. Adira knew she was powerless to stop the poison, but she never gave up hope that Hana would find her way home. Zaju, I saw something in Adira's memories. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Was there no way to drive it out? You are not the first to ask me these questions. Our leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Toshi loved this place, and it broke him to see it wither away. The leader of your village? I've seen this spirit on my journey. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this final spirit. Diesen finalen letzten Geist. Look for Toshi in the village leader hall, along the path to the mountain shrine. Toshis Maske. Okay, es gibt noch mal ein drittes Gebiet, wie es aussieht. So nach Toshi im Bergschrein. Na gut. Was wir mal ganz kurz auch machen können ist, dass wir mal schnell schauen, was es da jetzt für neue Aufgaben gibt. Wir haben nämlich da ja beim letzten Mal neue Steinwächter, Rufus Scheune, verdorbene Holzschmieden. Achso, die verdorbene Holzschmiedin, das war die Adira. Und dann gibt es auch wieder eine Belohnung. Wahrscheinlich wieder an Kostümen. Und vielleicht auch mehr. Also man sieht hier, ich habe hier schon mal in der Vergangenheit ein paar Challenges gemacht. Nur einige davon in einer der ersten Folgen. Die anderen mal so ein bisschen offscreen. Einfach weil die auch gar nicht mal so ohne sind. Und viel Zeit kosten, unter Umständen. Oh Gott, ich dachte, das ist eine Cutscene. Jetzt da. Das ist eine Cutscene. Ja, die große Treppe, die haben wir ja auch schon von den anderen hier Dinges hier gesehen, von anderen Etagen da. Na klar, jetzt kommt nochmal ein Kaltgebiet. Wir hätten 300. Kann ich mir damit was kaufen? Das Schild könnten wir verstärken. Wir könnten den perfekten Angriff verstärken. Oder die Splitterbombe. Ich würde die Splitterbombe, glaube ich, dann einfach skillen, wenn wir soweit sind. Brauchen wir allerdings noch ein bisschen Karma. Ob sich hier noch Rot aufhalten? Das ist wahrscheinlich auch denen so ein bisschen zu kalt, oder? Also hier einmal ein Teleport. Sieht so nach einer riesigen Arena aus. Hier sind auch Heilungen verborgen. Das ist eine Arena. Das wird hier erstmal einen schönen Kampf geben.
Muss ich erstmal hier irgendwas rausfinden? You have come far, Spirit Guide. Ah, yeah! Tutorial und so. But what is it that you truly seek? What are you hiding? Why are you here? Feel your true intent. You pretend to care for these spirits, but really, you only serve yourself. You cannot hide your weakness from me. Ouch! Dad is gone. Can you help me find him? Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different, stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide.
I've always known he was gone. But I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Du hast die Spurtfähigkeit erlernt. Halte mit Schild mit LB gedrückt und drücke RB, um einen Spurt hinzulegen. Benutze Spurt, um Angriffen auszuweichen und durch Geisterportale zu reisen. Spurt verbraucht deine Schildenergie. Toshis Angst. Beschreite den Pfad des Maskenmachers, um nach Toshis Relikt zu suchen. Ja krass, jetzt gibt es nochmal eine neue Fähigkeit. Toshis Liebe. Beschreite den Pfad des Kriegers, um nach Toshis Relikt zu suchen. Toshis Reue. Beschreite den Pfad des Jägers, um nach Toshis Relikt zu suchen. Okay. Und nochmal neue Prüfungen freigeschaltet. Okay, das Spiel möchte es jetzt also nochmal wissen. Das klingt irgendwie so nach mehreren Bossen, die da jetzt noch auf uns warten. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Also wir haben hier einen, wir haben da einen. Und da hinten einen. Das heißt, eigentlich können wir erstmal direkt hier weitergehen. Okay, verbraucht unsere Schildenergie, hat er gesagt. Aber cool sieht es ja trotzdem aus. Das heißt, ich müsste hier durchkommen, ja? Pfad des Maskenmachers. Pfad klingt für mich jetzt in erster Linie mal nach einem, nach einem Jump'n'Run-Teil. Ist vielleicht zur Abwechslung auch mal nicht so schlecht. Wenn man nicht kämpfen muss. Naja, warten wir es ab. Das ist eine Challenge-Kiste. Besiege alle Feinde, ohne getroffen zu werden. Was bist du denn? Oh. Moment mal, ich muss hier gegen Geister kämpfen? Was ist denn da jetzt die Aufgabe? Okay, das muss ich mir nochmal anschauen. Ich wollte jetzt eigentlich den Kleinen das mal wegmachen, dass ich hier ein bisschen Spielraum habe für den Großen. Ah, nicht schon wieder. So, wie soll ich den denn jetzt machen? Ah, den muss man einmal. Also schon her, ich habe dazu gelernt. Hab's! Also einmal durch die durchdashen, damit die dann materiell werden.
Oder sich materialisieren, so rum. Das ist das bessere Deutsch. Hoffe ich. Da geht es jetzt später weiter. Da müssen wir erst den Pfad clearen, bevor wir die Brücke runterlassen können. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber irgendwas hat mir gerade ordentlich die Hitpoints gezogen. So, dass es mich einfach auch mal getötet hat. War das dieser kleine Fungelgeister, der den Stall auf mich gezeigt hat? Was ist da denn passiert? Was macht ihr da? Ja, ist alles klar. Natürlich, der schwächt mich so hardcore, dass ich dann nur noch einen Hit brauche. Oh komm, es ist aber ein bisschen schwierig, das Spiel. Mich schon wieder was getroffen. Wie soll denn das jetzt funktionieren? Ich könnte natürlich mal versuchen, das mit dem Schild abzuwehren. So kann man es natürlich auch machen. Offensichtlich. Oh, da wäre auch eine Heilung gewesen. Hahaha, ich hab keine Heilung mehr. Oh nein. Da kommt noch so ein kleiner Explosierer um die Ecke. Das ist ja gar nicht nett. Halt mal. Warum läuft der blau? Oh Gott. Warum dreht denn das sich jetzt um? Hä? Ich wollte doch eigentlich... Naja, natürlich, klar. Und der haut mir jetzt auf die Hucke. Das ist nicht nett. Puh, wird ganz schön anstrengend hier noch. Gut, ich kann aber jetzt ein Upgrade machen. Was wollte ich machen? Die Splitterbombe. Bomben teilen sich jetzt, wenn sie an einen Gegner befestigt sind, und erhöhen vorübergehenden Schaden, den der Gegner durch Nahkampfangriffe erleidet. So, das klingt sehr gut. Nun haben wir das wieder schön gemacht. Was wollen wir denn mit dem Räucherstäbchen jetzt?
Ich hab doch keine Ahnung. Bringt's mal raus hier an die frische Luft. Guck mich währenddessen mal hier drin um. Hier hinten irgendwas, was man mit solchen Stäbchen machen können soll? Ah, ich wollte schon so. Ich dachte doch, hier, da geht's einen Weg hoch und dann ist da hier eine Sackgasse ohne irgendwas. Das ist bei dem Spiel äußerst ungewöhnlich oder wäre ungewöhnlich gewesen, wenn es denn so gewesen wäre. Was können wir denn hier hoch? Ach guck, das ist nochmal Geisterpost. Cool. Dann kriegen wir nämlich so auch wieder eine Hütte frei. Tim hat uns das jetzt nicht verraten, was wir mit dem Räucherstäbchen machen können. Aber wir haben hier noch mehr Häuser. Irgendwo wird schon mal was dabei sein. Das sieht aus, als wenn man das von innen vielleicht frei machen kann. Da hinten nochmal durch. Das sieht aus, als könnte es hier weitergehen auf jeden Fall mal. Was wollen wir mit denen denn machen? Rübertragen vielleicht über die Brücke. Da ist ein Schrein. Da ist ein Schrein. Da ist eine Markierung dafür. Hi ho, hi ho. Wir sind beliebt und froh. Na komm. Öffnet sich ein Tor. Da oben geht's dann weiter. Schauen wir aber nochmal, wenn wir hier einen Teil frei bekommen haben. Aber da hinten, okay, das ist immer noch korrupt. Also dann gehen wir hier erstmal durch die Tür. Erstmal wollte ich noch gucken. Genau. Da ist nichts. Speichern. Wenn hier Speichern kommt, dann wartet da irgendwas auf uns. Gibt es hier noch mehr Sachen, die ich einsammeln kann hier in den Ecken? Also ein bisschen was gibt es hier offensichtlich immer. Ah, Moment mal. Ah! Doch, den habe ich noch. Wollten alle gewesen sein. Genau, leuchtet nichts mehr. Davon ist wieder ein großer Kampf angesagt. Ich fange nochmal ganz kurz hinter. Nicht, dass hier noch was ist. Oh. Da ist er von sich aus explodiert. Der war knapp. Uiuiui. Nicht du schon wieder.
Der hat noch! Der hat noch Hitpoints. Hatte noch Hitpoints. Moment, wenn es von hier auf wenn das von hier aus aufleuchtet, was kann ich damit tun? Das ist doch zu weit, da komme ich doch gar nicht rüber. Ignoriere das jetzt, glaube ich, erstmal. Und hoffe, dass hier der richtige Weg wäre. Ah, nein! Das war nicht weit genug gesprungen. Und das ist jetzt, glaube ich, dumm. Ne, geht noch gerade. Okay, die Ebene, die brauchen wir dann später nochmal, weil wir jetzt einfach hier durch müssen. Lass mal hier weiterklettern. Ah ja, jetzt sind wir. Ach genau, jetzt sind wir an dem Eck. Die müssen wir nur als Plattform verwenden. Da gibt es gleich wieder irgendwo einen Tropfen, den wir verwenden können. Oh, das sieht nach Kampf. Das sieht nach Bosskampf. Das war ein Schiefmann. Autsch. Jetzt sind auch noch zwei davon. Dann haben wir jetzt gar nicht so schlecht gemacht, den Kampf. Zaju's workshop. These tools look like the ones he carries. Maske, neuer Rotut verfügbar. Und da haben wir nochmal eine kleine Cutscene. So, und damit werden wir diesen Pfad mal kurz pausieren müssen. Da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Wir sind schon wieder soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe mal wieder, ihr hattet Spaß. Ja, beim nächsten Mal dann hoffentlich kriegen wir diesen Pfad hier zu Ende. Und dann werden noch zwei andere warten, bevor es wieder dann wieder zu Toshi geht, wenn ich jetzt den Namen richtig noch im Kopf habe. Ja, also, beim nächsten Mal wieder einschalten, dann geht's weiter. Bis dahin, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.